Was bedeutet das überhaupt, links zu sein oder rechts, und woher kommen die Begriffe genau? Hier müssen wir mal eine kleine Zeitreise machen, und zwar ungefähr 200 Jahre zurück, in das Jahr 1789. So wie früher im alten Rom im Senat ordnen sich die Mitglieder der Nationalversammlung um das Präsidium herum an. Ganz am Anfang noch relativ zufällig, schon nach kurzer Zeit, aber nach einem festen Muster. Und da wird es jetzt für uns ganz besonders interessant. Links vom Präsidenten sitzen die Leute, die eine große Veränderung wollen, also die Vollendung der Revolution. Rechts dagegen das komplette Gegenteil. Die alte Ordnung so weit wie möglich beibehalten. Links Wandel, rechts alles bleibt wie es ist. Das ist ein Muster, bei dem sich die Menschen damals ziemlich schnell einordnen konnten. Je nachdem, wie man politisch gedacht hat, war man eher links oder eher rechts. Ziemlich einfach. Historisch gesehen wollen Menschen, die politisch linksorientiert sind, die große gesellschaftliche Veränderung. Tatsächlich gibt es diese Idee unter Linken auch heute noch, allerdings stehen inzwischen eher andere Dinge im Mittelpunkt. Und der zentrale Begriff dabei ist Gleichheit. Die dahinter ist, eine Gesellschaft kann nur dann gerecht sein, wenn alle gleich sind. Wenn es also keine Unterschiede mehr zwischen einzelnen Klassen gibt. Geht zum Beispiel um das Thema Migration, dann ist die linke Haltung dazu, wir müssen anderen Menschen helfen und sie bei uns aufnehmen. Schließlich sind wir alle gleich. Solidarität spielt dabei auch eine ganz wichtige Rolle. Wichtig dabei ist, die Gleichheit steht für Linke im Zweifelsfall vor individueller Freiheit. Zum Beispiel, wenn es um Wohnraum geht. Da ist eine linke Position, dort wo Wohnraum knapp ist, muss es möglich sein, Vermieter, also Eigentümer zu enteignen, damit sich alle eine Wohnung leisten können. Damit also wiederum alle gleich sind. Das heißt, wenn es sein muss, soll der Staat eingreifen und für Gleichheit oder Gleichbehandlung sorgen. Wer oder was ist rechts? Da jetzt erstmal die Bitte an euch, vergesst das, was euch direkt einfällt, wenn ihr an rechte Politik oder Politiker denkt, und erinnert euch lieber mal an das, was wir vorhin besprochen hatten. Rechts saßen damals in den Nationalversammlungen diejenigen, die die alte Ordnung bewahren wollten, also keine großen Veränderungen, und denen das Prinzip der Freiheit besonders wichtig war. Und genau das sind die beiden zentralen Motive bei Rechten, also keine großen Veränderungen und Freiheit. Während für Linke die Freiheit des Einzelnen im Zweifelsfall zurücktreten muss, steht sie für Rechte über allem anderen. Das heißt, der Staat soll auf gar keinen Fall versuchen, in die Gesellschaft einzugreifen, sondern die Ordnung findet sich irgendwie von allein. Menschen, die mehr haben und einflussreich sind, muss es geben. Also eine erzwungene Gleichheit lehnen Rechte ab. Sie sagen, es ist nun mal von Natur aus so, dass manche mehr haben als andere, und wer sich richtig anstrengt, kann eben auch weiter nach oben steigen. Das heißt, mehr Steuern für Reiche? Nee. Unbegrenzt Menschen aus anderen Ländern aufnehmen? Auch nicht, nur wenn sie dem Staat was bringen. Da soll sich der Staat also so weit wie möglich raushalten. Bei einem anderen Punkt muss er aus rechter Sicht aber umso aktiver sein, nämlich wenn es um die Sicherheit geht, die innere, aber auch die äußere Sicherheit. Und dabei spielt noch eine Sache eine wichtige Rolle, die Grenzen des Staates. Und dann natürlich noch die alte Ordnung. Wer rechts ist, ist nicht automatisch gegen Progressivität, also gegen Fortschritt, aber sie oder er ist deutlich zurückhaltender, was neue Entwicklungen angeht. Da bewahrt man lieber das, was man hat. Man ist konservativ, kann man dazu auch sagen. Sowohl linke als auch rechte Politik gehören zu unserer Demokratie dazu. Allerdings muss man sagen, gerade in den vergangenen Jahren haben sich die beiden Wörter links und rechts immer mehr zu, ja, so einer Art Kampfbegriff verändert. Links, gerne auch noch verbunden mit grün versifft, also linksgrün versifft wird als Beleidigung für Menschen verwendet, die sich für Migranten einsetzen. Und rechts wird quasi als Synonym für Menschen benutzt, die sich demokratie- oder fremdenfeindlich äußern. Kaum ein im eigentlichen Wortsinn rechter Politiker würde sich deshalb heute noch als rechts bezeichnen. Die meisten verwenden da lieber Begriffe wie bürgerlich oder konservativ. Und genau das ist das Problem bei diesem politischen Schema von vor 200 Jahren. Es passt einfach nicht in unsere Zeit. Wer linksextrem ist, der will nicht einfach Gleichheit für alle, er will eine Umwälzung unseres Systems, wenn nötig auch mit Gewalt. Das Ziel ist eine herrschaftsfreie Gesellschaft, in der das Individuum gar nichts und das Kollektiv alles ist. Ganz im Gegensatz zum Rechtsextremismus. Gleichheit soll abgeschafft werden, was zählt, ist nur das Volk. Demokratie und ihre Werte sind da überflüssig und stattdessen soll eine starke Gruppe oder eine starke Person sagen, wo es lang geht. Speziell, wenn es um rechte Politik geht, dann gibt es auch noch eine historische Vorbelastung. Die Nazis haben sich zwar selbst so gut wie nie als rechts bezeichnet, aber nach der politischen Definition waren sie es, ganz klar. Genauer gesagt waren sie rechtsextrem. Daran ändert auch der Begriff sozialistische Parteinamen der Nazi-Partei NSDAP nichts. Die Nazis wollten Gleichheit, allerdings nur für alle, die sie zur sogenannten Volksgemeinschaft gezählt haben. Und das waren eben nicht alle in der Gesellschaft.